Papst Franziskus fügt der Litanei der heiligen Jungfrau Maria drei neue Anrufungen hinzu. Die wären Maester Misericordiae, lateinisch für Mutter der Barmherzigkeit, Mater Spei oder Mutter der Hoffnung, und Solatium Migrantium, Trost der Migranten oder auch übersetzbar, Hilf dem Migranten. Okay, das sind die drei neuen Anrufungen an die selige Jungfrau Maria in der Litanei von Loreto, die oft am Ende des Rosenkranzes rezitiert wird. An dem Brief, den zweiten zu Timotheus, Kapitel 3, Vers 13, steht geschrieben: Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Hallo, gläubige Familie im Herrn, ich bin's, Bruder Reinhold. In diesem Video lernst du die finsteren Mächte der Welt und ihre Weltbeherrscher etwas besser kennen. Ich zeige dir, wer in diesem Kampf zwischen Gut und Böse mitverwickelt ist. Wenn dir ein Videoinhalt von mir gefallen hat, dann bitte teile es auch, den Link zu diesem Video mit deinen Freunden. Vielen Dank für deine Unterstützung, damit die frohe Botschaft die Welt erreicht. Sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dell'inferno. So, wenn der Papst Franziskus andere Zuschauer absichtlich verführt, Falsches lehrt, dann wird er also selber im Gegenzug auch vom Teufel verführt. Das haben wir aus dem 2. Matthäusbrief, Kapitel 3, Vers 13 gelernt. Weiter im Artikel. Gemäß den Anweisungen soll die Anrufung Mutter der Barmherzigkeit nach Mutter der Kirche, Mutter der Hoffnung nach Mutter der göttlichen Gnade und Trost der Migranten nach Zuflucht der Sünder eingefügt werden. Okay, dieses Geplapper soll Millionende und Millionende von katholischen Müttern und ihren Kindern gepredigt werden, anstelle der Wahrheit. Weiter im vatikanischen Artikel. Denselben. Dass Christen im Laufe der Jahrhunderte unzählige Anrufungen und Titel verwendet haben, um die Jungfrau Maria als privilegierten und sicheren Weg zu einer Begegnung mit Christus zu haben. Weißt du, welchen Christus der Vatikan hier meint? Weißt du, von welcher Maria sie hier überhaupt sprechen? Die echte Maria sagte nämlich in der Bibel, in Johannes Kapitel 2, Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Und was lehrt dann Jesus Christus darauf hin, was wir tun bzw. zu wem wir beten sollen? Aus dem Buch von Matthäus, Kapitel 6, Verse 7 bis 10, da steht: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich wurde katholisch erzogen mit diesen traditionellen Maria-Lügen. Ich glaube, der Papst steckt mit anderen Herrschern der Finsternis unter einer Decke gemeinsam, damit die Zuschauer nicht die Wahrheit lernen. Zitiere weiter: In einem Brief an die Präsidenten der Bischofskonferenzen weltweit stellen Kardinal Robert Sarah, der Präfekt der Kongregation, und sein Sekretär Erzbischof Arthur Roche fest, dass Christen im Laufe der Jahrhunderte unzählige Anrufungen und Titel verwendet haben, um die Jungfrau Maria als privilegierten und sicheren Weg zu einer Begegnung mit Christus zu haben. Weiter: Es erklärt die Kongregation an den Papst Franziskus, im Anerkennen dieses Gefühls und im Begrüßen der geäußerten Wünsche, möchte er in der Formulierung der Litanei der heiligen Jungfrau Maria, genannt die Litanei von Loreto, diese Anrufungen vorsehen. Mater Misericordiae, wie gesagt, Mutter Barmherzigkeit, Mater Spei, und Solatium Migrantium sollen eingefügt werden. Aha. Hier weicht der Papst Franziskus stark ab vom Neuen Testament.
in der Offenbarung wird uns weitergeholfen, um das, was du jetzt erkannt hast, noch kräftiger zu bestätigen und zu lernen. Aus Offenbarung Kapitel 22, Verse 8 bis 9 lesen wir: Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Nun, die guten Engel tun diese Worte aus der Offenbarung also auch bewahren, genauso wie du und ich. Du kannst dir also recht einfach und ganz deutlich verstehen, der Engel in der Offenbarung lehrt den Apostel Johannes nicht auf lügenhafte Art und Weise, bete zum Beispiel uns die Engel an oder bete zum Beispiel Maria die Gottesgebärerin an. Nein, 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 nein. Sondern er lehrt den Apostel Johannes in ehrlicher Weise, bete Gott an. Aber der Papst Franziskus stattdessen und die Kongregation drehen das Ganze um, zum Geschöpf hin, zu Maria. Auch wenn Maria größer sein möge und gepriesener ist als du und ich, das ändert trotzdem nichts an der Sache, dass der Engel ehrlich lehrt und der Papst Franziskus Falsches lehrt. Außerdem, du musst lernen, wie soll denn auch jemals Maria, ein Geschöpf, Millionen von Gebete von Katholiken gleichzeitig hören können? Weiter steht in der Offenbarung, in 22, Verse 18 bis 20. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Nun, ich glaube nicht, dass der Papst jetzt etwas direkt schriftlich hinzugefügt oder wegnimmt aus der Offenbarung. Er unterlässt aber die Wahrheit und lehrt stattdessen Tradition an die Mütter und Kinder im Katholizismus. Aber ich glaube, er lehrt an die Millionenden und Millionenden Zuschauer absichtlich Falsches. Auch zum Teil, damit die Dämonen ihn weiter im Amt haben wollen und ihn mögen. In Lukas Kapitel 10, Vers 2 steht: Er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Der Herr gibt, der Herr nimmt, gepriesen sei der Herr.